Okay, hallo, schönen guten Abend. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Hallo Frau, schönen guten Abend. Gut, danke Okay. und Ihnen? Okay, mir geht es auch gut. Super. Okay, gut. Moment mal. Okay, heute haben wir neue Methoden zum Lernen, ya. Ini kita pakai metode baru untuk belajar. Jadi tadi teman-teman sudah saya kirimkan dua latihan soal ya, tapi dari kurs satu dari kursbu, satu dari ubungsbu. Nah, seperti kemarin, sebelum itu saya akan membahas dulu PR-nya teman-teman. Oke, sebelum membahas PR mungkin ada yang mau cerita dulu? Was haben wir gestern gelernt? Was haben wir gestern gelernt? Bagaimana kita? Gestern, gestern Gerlen, Gestern haben wir. gestern haben wir hubung über die Geburtstagsparty, Grammatik, Verben mit reflexiv Pronomen, Gerlen. Okay, gut. Okay, super. So, jetzt bitte öffnet Seite 52 aus dem Übungsbuch. Oh, hallo Frau Siagian, wie geht es Ihnen? Ja, oh, ganz gut, danke. Und ich nenne. Okay, mir geht es auch gut, super. Oh, okay, Herr Saifullah, silakan. Iya, silakan keluar dulu lalu join lagi ya, Bapak. Terima kasih. Oke. Bro, gestern Abend. Ich sehr müde, so Oh ya. schlafen. Ich Oke, kan. vergesse. Ya, oke. Alles klar, prosiegen, kein Problem. Ya, ich verstehe. Oke. Oke, so habt ihr schon Seite 52 aus dem Übungsbuch geöffnet? Sudah, Frau. Oke, sudah ya. Oke. Nah. Namun drei unfunfzi kan ya? Nih, cuai. Cuai unfungsi. Saya salah buat tadi. Yang tugasnya, tugas yang buat asinkronus untuk hari ini, yang untuk mengganti waktu kita online di jam 7 sampai jam setengah 8, itu memang halaman 53 untuk ubungsbu. Tapi PR kemarin, Oh, tadi PR-nya halaman, masih belum. nah, nggak apa-apa sih. Kita bahas aja ya, Robin mungkin mendengarkan jawaban teman-temannya. Okay. Nanti ini saya ulangin kok. Saya kemarin udah bilang teman-teman, nanti audionya saya ulangin gitu. Audionya aja sih. Oke, untuk hubung AA, ein Freund oder ein Freundin erzählt. Lesen Sie, welche Reaktion passt. Freuen Sie an. Okay, Nummer eins. Bitte lies erst den Satz oder den kurzen Text und dann die Antwort, ja, die Reaktion. Okay, bitte, wenn möchte anfangen, Nummer eins. Frau Siagian. Okay, bitte, Frau Sekia. Danke, Frau. Bitte. Nun, gestern habe ich auf einem Fest einen Schulfreund getroffen. Wir haben 10 Jahre nicht gesehen. Die Art B. Wirklich. Okay, Moment mal. Nummer eins, die Antwort ist B. Okay, gut, richtig. Okay, Nummer zwei, Irma, bitte. Nummer zwei, gestern ist mein Handy auf den Boden gefallen, aber es ist nicht kaputt.
Fest, da hast du aber Glück gehabt. Okay, richtig. Nummer zwei, die Antwort ist C. Da hast du aber Glück gehabt. Nummer drei, bitte. Alex, musstest du probieren? Nummer drei, Okay. du hattest doch gestern Geburtstag und ich habe dich nie angerufen. Entschuldige bitte. C, das war doch nie. Okay, Nummer drei, die Antwort auf C, das macht doch nichts. Okay, danke Alex. Okay, Herr Safua, können Sie unsere Stimme da hören? Bapak bisa terdengar ya suara kami di sini? Bisa? Kalau bisa minta jempolnya, Pak. Masih di mute. Okay, good. Bapak ini semangatnya luar biasa ini. Di perjalanan tapi masih mau belajar ini. Wah, hebat. Daripada nonton YouTube ya, Pak. Nanti pusing nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Bener ya, ya bener. Hati-hati pas saya pulau lancar di perjalanan. Iya, coba gute bukunya nggak bisa buka. Viel Spaß. Gitu loh. Bahasa Jermannya gitu. Apa, Pak? Apa, Prof? Gute Reise. Gute Oh, Reise. Oke. Gute Reise. Karena kan darat, kalau naik pesawat berarti guten Flug. Guten Flug. Ya, gute Reise sih biasanya orang-orang juga. Gute Reise aja, gute Reise. Viel Spaß. Kayak gitu, biasanya gitu. Viel Erfolg. Nah, itu kalau ujian, Phil Elfog. Ini nggak ujian. Phil pas aja, Ibu. Atau pas auf. Pas auf. Tuh hati-hati, kayak gitu juga bisa. Oke, okay, good. Kita lanjut dulu. Tadi kita harus ke 8B ya. Hören Sie jetzt und reagieren Sie. Nah, kata teman-teman mungkin sudah coba di rumah, tapi kan saya tidak melihat atau tidak mendengar gitu ya reaksinya teman-teman gitu. Jadi kita coba putar audionya satu kali. Mungkin buat yang belum sempat mengerjakan biar tahu itu maksudnya bagaimana. Nanti setelah audio versi di putaran pertama nanti diputar, kita akan bahas nanti kita harus bereaksi seperti apa. Baru nanti kita putar lagi audio kedua gitu ya. Oke. Okay. Tutup lo pintunya ya. Eins. Gestern habe ich auf einem Fest einen Schulfreund getroffen. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen. Zwei. Gestern ist mein Handy auf den Boden gefallen, aber es ist nicht kaputt. Drei. Du hattest doch gestern Geburtstag und ich habe dich nicht angerufen. Entschuldige bitte. Okay, gut. Jadi sudah didengarkan ya teman-teman. Ada beberapa ujaran dari situasi yang terjadi. Kira-kira harus bereaksi seperti apa ya dengan ujaran-ujaran tersebut? Ada yang punya ide? Atau biasanya, atau teman-teman tidak memahami itu apa yang terjadi? Paham sih, Prof. Tapi jawabannya sebenarnya sih hampir
Tanggapannya sih sama ya, Frau, ya. Kayak yang Akta ya. Jadi hampir mirip ya sama yang Akta ya berarti. Iya. Okay. Jadi kayak saya lihat tadi tuh wajahnya datar-datar aja tuh, nggak ada yang sambil bergumam sesuatu gitu ya kan, harusnya sambil bergumam sesuatu gitu kan ya. Tapi mungkin dalam hati ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita lanjut aja ya Fokus. biar fokus dengerin audionya. Saya tuh sambil Iya lirik-lirik. benar, bro. Iya, saya sambil lirik-lirik ini kok nggak ada yang apa mulutnya bergerak-bergerak gitu, kayak jawab ngerespon gitu gitu, atau sambil dalam hati. Oh, mungkin dalam hati gitu. Saya husnuzan aja gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Apakah kita perlu ulangin atau kita lanjut aja? Lanjut, bro. Lanjut. Maaf, maaf. Oh, noch einmal, Frau Sigje. Ya, now. Oke, kita tes sekali lagi ya, sebentar. Mana berhentinya di sangkut-sangkut penting? Tidak ada berhentinya. Eins. Gestern habe ich auf einem Fest einen Schulfreund getroffen. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen. Zwei. Gestern ist mein Handy auf den Boden gefallen. Aber es ist nicht kaputt. Drei. Du hattest doch gestern Geburtstag. Und ich habe dich nicht angerufen. Entschuldige bitte. Entschuldigen bitte. Ya, oke. Ya, tadi yang Aku terakhir. Iya, yang terakhir itu try. ya. Yang terakhir. Nah, kamu ulang tahun tapi aku nggak telepon kamu gitu. Ya, tapi mungkin kita mungkin kalau kita mungkin bisa temannya minta maaf, tapi kita responnya mungkin gini. Es ist alles okay gitu. Das macht doch nichts gitu ya, nggak apa-apa udah gitu. Kan temannya sabar ya ulang tahun. Oke, kita lanjutkan. Yang aktif, ordnen Sie die Gespräche. Gespräch A auf der Straße. Nummer 1, hallo Maria, bist du das? Nummer 2, welcher Satz? Irma. Okay, bitte Irma. Ja, hallo Tina. Wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen. Was machst du hier? Okay. Tadi ada suara Frosiagian juga, jadi mungkin Frosiagian bisa menjawab. Jadi nanti bikin langsung dialognya di praktekkan. Oh, oke. Okay. Bitte prosesnya. Ich arbeite hier in der Nähe. Und du? Ya, Irma lagi. Silakan. Ich arbeite auch hier in der Nähe. Das ist ja toll. Dann können wir uns ja oft treffen. Sehr gerne. Ich freue mich riesig. Das alles. Okay, gut, danke. Okay, jetzt Gespräch B im Zug. Nummer Im 1. Zug. Okay, Robin. Anna. Anna? Mana Anna? Aua. Au. Au. Aua lah. Tuh. Aua. Passen Sie doch auf. Sie sind auf meinen Fuß getreten. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid. Tut es sehr weh? Keine Sorge. Es geht schon wieder. Da bin ich aber froh. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch.
Ya, baik banget ya. Akhirnya diinjak masih bilang, Shunenta gitu ya. Okay, good. Okay, so jetzt machen wir weiter. Bitte öffne Seite, Moment mal, 50, ja. Seite 50 aus dem Kursbuch. Ein Fest im Norden. Jadi tadi kalau mungkin teman-teman sambil ngerjakan, kalau teman-teman menyadari ya, untuk yang di Kursbuch itu untuk bagian yang fest ini temanya Ein Fest im Norden yang Kursbuch. Tapi yang di Übungsbuch Ein Fest im Süden. Maka dari itu karena beda, satunya di Norden, satunya di Süden, jadi saya bahas keduanya. Oke. Momen mal. Okay, good. So, jetzt Übung 10a. Lesen Sie die Texte und ordnen Sie die Fotos zu. Killer Woche. Killer Woche. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita identifikasi dulu ya. Killer Woche. Dari judulnya, kira-kira festival ini terjadi di mana? In welchem Land? In welchem Land? Deutschland, Deutschland, North Deutsch. Okay, im Norden aus Deutschland, okay. Und in welcher Stadt? Hier Stadt. Kieler Woche. Kieler Woche ist der Name von dem Fest. Kalau tempatnya di mana? Kiel Stadt. Okay, Kiel ya, kota Kiel ya. Kota Kiel ada di negara kalau nggak salah Schleswig-Holstein ya. Killer Woche. Killer itu berarti orang-orang Kiel. Gitu. Woche berarti minggu. Berarti Killer Woche minggu untuk orang-orang Kiel gitu ya. Oke. Saya baca dulu kalimat pembukanya. Baru teman-teman mungkin bisa mulai mengidentifikasi gambarnya di situ. Jedes Jahr im Juni findet in Norddeutschland die Kieler Woche statt. Sie ist weltweit bekannt und circa 3 Millionen Besucher kommen zu diesem Ereignis nach Kiel. Okay, da gibt es 5 Fotos, ja, unten der Sätze. So bitte, Foto A passt zu welcher Satz oder welchem Satz? Foto A. Für der Leste. Okay, bitte listen, Satz. Die Kinderwoche endet immer mit einem Feuerwerk. Alle freuen sich auch nächstes Jahr, weil es so schön war. Gut, super. Okay, Foto A passt zu die letzte oder der Foto A passt zu der letzte Satz. Okay, die Killerwoche endet und so weiter. Foto B. Terus ya, Gian. Okay, bitte. Foto B passt zu die Killerwoche ist eine Segelregatta und 4.000 Segler aus 70 Nationen nehmen an der großen Segelsport Veranstaltung der Welt teil. Richtig. Ja. Okay, und dann machen wir weiter. Foto C. Foto C. Auch Musik. Fans haben Spaß auf der Killerwoche. Jedes Jahr findet über 100, 400 Konzerte statt. Gut. Richtig, okay. Mach weiter, D, Irma. Foto D. Außerdem kann man auf der Killerwoche viele alte Schiffe bewundern. Okay, gut, super. Okay, Foto A. Robin? Es gibt auch ein Sommerfest für Kinder und
Er war Szene mit vielen Attraktionen. Wenn man Hunger und Durst hat, findet man dort viele internationale Spezialitäten. 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 Gut, richtig. Oke, super. Oke, dari keterangan yang tadi teman-teman jodohkan, kalimat dan juga fotonya, kira-kira acara Killer Wohe ini kalau disampaikan dalam bahasa Indonesia itu acaranya seperti apa ya? Ada yang mau menceritakan? Acara perahu mungkin ya, kayak lomba berlayar. Oke, lomba berlayar itu dari mana ya? Robin menyimpulkan. Karena ada gambar perahu banyak. Oh, ada gambar perahu banyak. Atau kalau dari kalimat yang pertama sampai kelima itu di mana? Kira-kira ada kalimat lomba. Kalimat yang pertama itu soalnya ada segler. Segler itu nggak kayak sailor ya. Segel itu mendayung. Oh ya, mendayung berarti. Sama yang di yang kedua, Shiva Bewundern. Ayo, Shiva. Bewundern di sini artinya apa? Kapal tua. Kapal-kapal tua yang menakjubkan, apakah seperti itu? Kenapa? Apakah di, ya, maksudnya itu menampilkan atau mau ya Ya, menampilkan ada kapal-kapal tua? kapal-kapal tuh. Kapal-kapal tua, oke. Okay. Iya, kapal-kapal tua yang menakjubkan gitu ya. Kita bisa lihat kapal-kapal tua yang menjadi. Mungkin di sini Killer Whale itu karena Kiel itu memang ada di bagian utaranya Jerman. Jadi di sana memang dekat dengan laut. Maka dari itu festivalnya berhubungan dengan aktivitas di laut, yaitu ya, di sini ada contohnya Killer Whale ini. Ada mungkin kalau istilah kita itu mungkin apa ya, festival kapal gitu ya. Festival kapal-kapal gitu. Di situ nanti ada mungkin ada ribuan pendayung dari 70 negara gitu untuk mengikuti event ini. Terus ada juga kapal-kapal tua yang kita bisa lihat kayak gitu. Terus selain itu juga ada di kalimat yang ketiga, Es gibt auch ein Sommerfest für Kinder und Erwachsene mit vielen Attraktionen. Wenn man Hunger und Durst hat, findet man dort viele internationale Spezialitäten. Jadi selain teman-teman disuguhkan dengan banyaknya para pendayung dari 70 negara, lalu juga ada kapal-kapal kuno atau kapal-kapal antik yang masih terawat sepertinya. Ketika lapar dan haus juga bisa menikmati gitu ya, internasional specialitäten, maksudnya makanan-makanan khas dari beberapa negara kayak gitu. Selain itu juga ada pertunjukan musik juga kayak gitu. Di saat setiap tahun jedes Jahr finden über 400 Konzerte statt gitu. Bisa ada sampai 400 konser musik. Wah, kayaknya meriah sekali ya acara ini gitu. Terus di akhir festival ini akan ada pesta kembang api. Di Killer Woche endet immer mit einem Feuerwerk. Alle freuen sich auf nächstes Jahr, weil es so schön war. Akan sepertinya ini terjadi di akhir tahun ya, karena di sini ada semuanya akan bahagia untuk tahun yang tahun ke depan, gitu, tahun selanjutnya, weil es so schön war. Karena tahun yang sebelumnya itu sangat indah. Okay, good. So jetzt machen wir weiter. Untuk audio Zen B, perlukah saya putar lagi di kelas atau sudah cukup tadi teman-teman mendengarkan sendiri? Frau Entschuldigung, kalau nyari audio itu di mana dia? Kemarin sudah buka tutorial belum yang di Create Oh, Augmented? HP saya kereset dari awal. Saya sempat reaction, tapi HP itu udah kemarin saya nggak join karena HP-nya kebanting. Oh gitu. Oh, linknya dikirim ulang. Oh iya, oke. Okay. Terima kasih ya, saya akan saya kirim ulang dulu ya linknya. Oke, Biar oke, bisa. Sama tutorialnya juga ya. dan go. Boleh. Boleh ya. Okay. Nah, itu sudah saya Oke. kirim linknya, terus tutorialnya juga sudah.
Oke, danke, Frau. Oke, bitte. Oke, jadi sepertinya karena Robin belum sempat mendengarkan, jadi saya putar ya. Jadi mungkin hari ini kita kurang efektif tadi karena ada beberapa hal yang harus penyesuaian gitu. Saya putar aja satu kali ya, teman-teman, untuk membantu Robin yang belum sempat mendengarkan. Oke, hören Sie das Gespräch. Was hat den Personen auf der Killerwoche gut gefallen? Was nicht so gut? Machen Sie Notizen und vergleichen Sie zu zweit. Bagi yang sudah mendengarkan, mungkin mungkin dengan mendengarkan yang ini bisa ada yang ditambahkan. Bagi yang belum, mungkin ada bisa satu dua kata atau tiga kata yang bisa dicatat begitu ya. Fokusnya ada dua hal yang mereka sukai. Where or was haben Sie gut gefallen und was haben Sie nicht gut gefallen, ja? Okay, gut. Moment mal. Ach, schade, dass die Kieler Woche schon wieder vorbei ist. Ja, es war schön, aber es waren viel zu viele Leute da. Überall war es eng und voll. Das hat mir nicht gefallen. Stimmt, aber mir gefällt es, wenn Menschen aus der ganzen Welt zu so einem Fest kommen. Es war richtig international. Überall hat man unterschiedliche Sprachen gehört. Und das Essen war auch so international. Ich habe viele verschiedene Sachen probiert. Aber das war manchmal ganz schön teuer, oder? Ja, aber ich habe auch billige Sachen gefunden. Sag mal, warst du auf einem Konzert? Klar, Musikveranstaltungen gefallen mir immer besonders gut. Ich war insgesamt auf 4 Konzerten. Und du? Ich war auf keinem Konzert. Ich finde die Segelboote und die Regatta toll. Mehr brauche ich nicht. Aber das Feuerwerk am Ende war super, oder? Ja, das war wunderbar. Okay, gut, dann besprechen wir zusammen, ja, über die Antwort. Okay, so, was haben Sie gut gefallen? Bitte? Billig Essen. Okay, es gab auch billiges Essen oder Sachen, was noch? International Essen. Internationales Essen. Itu aja. Okay, Robin dapatnya itu. Okay, yang lain? Teman-teman yang lain? Apa, Irma? Pil konser, musik Veranstaltung, firework, udah sih Prof, ngangkatin Robin aja Okay, sama yang kayak good Robin tadi ya. fallen. Good gefallen. Okay, mungkin itu ya yang teman-teman dapat. Terus kalau yang nicht so good gefallen. Was habt ihr gefunden? Viele Leute da. Okay, viele Leute da. Ein und voll, voll. So ein bisschen penuh. Schon teuer, apa? Essen. Das Essen war ganz schön. Ya, oke. Karena toyernya aja pokoknya ada yang mahal, pokoknya mahal di sana. Ya, jadi makanannya mahal ya. Seperti festival pada umumnya gitu ya. Kalau ada event-event di sini pun juga harga makanannya jadi berlipat gitu. Tapi ya memang begitu karena mereka juga harus sewa tempat juga. Oke, good. Alles klar. Super. Zoom. So. Nah, oke.
Kalau di buku Kurzweil itu di bagian yang CND itu teman-teman diminta untuk mempresentasikan gitu. Recherchieren Sie Informationen zu einem anderen Fest in Dach, tapi di Dachel, sorry Dachel. Dach itu Deutschland, Österreich und Schweiz. Erstellen Sie ein Plakat und präsentieren Sie wichtige Informationen und Fotos im Kurs. Nah, ini kalau untuk tugas yang ini, karena kita kelasnya running lagi, bahasanya jalan tiap hari, jadi kayaknya terlalu pendek gitu waktunya untuk searching-searching dan sejenisnya gitu. Jadi yang ini saya tiadakan saja ya untuk kelancaran kelas kita gitu. Karena ya kita bukan kelas yang ketemu seminggu dua kali gitu, tapi tiap hari, jadi dimakan waktu. Okay, kita lanjut dulu ke kalau tadi di Norden, sekarang kita pindah ke Süden. Bitte öffnet Seite 53 aus dem Übungsbuch. Nah, ini kita pindah-pindah buku. Kita switch-switch buku. Okay. Übungsbuch. Okay, good. Nah, untuk yang ini juga ada audionya. Oke, sebentar. Ein Fest im Süden. Lesen und hören. Was feiert man hier? Warum? Oke. Mungkin saya putarkan satu kali saja audionya agar kalau kita membahas itu lebih enak gitu kalau ada audionya dulu gitu ya. Oke, sebentar. Herbst in den Bergen. In den Dörfern in Deutschland, Österreich und der Schweiz feiern die Menschen jedes Jahr im September den Almabtrieb. Im Sommer sind viele Kühe nicht im Dorf, im Stall, sondern oben in den Bergen auf der Alm. Dort haben sie viel Platz und können sich mehr bewegen. Die Natur ist gut für die Kühe und die Milch schmeckt dann viel besser. Vor dem Winter und dem Schnee müssen die Kühe wieder zurück ins Dorf. Wenn der Sommer gut war und alle Kühe gesund aus den Bergen zurückkommen, tragen die Kühe Blumen und Glocken. Besuchen Sie uns. Der Almabtrieb ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Okay. Jadi kita beberapa kali mendengar suara lonceng ya. Itu lonceng dari lehernya sapinya ya. Oke, okay, so was feiert man hier? Was feiert man hier? Bitte? Ein Fest im Almabtrieb. Oke, okay, Moment mal, Irma, ein Fest. Im Almatrip. Oke, okay, ein Fest im Almatrip. Oke, okay, good. Und? Was fährt man hier? Und Man kann ein Fest sehen, wenn okay. im Sommer die Kühe von den Bergen auf der Alm zurückkommen. Oke, okay, jadi ini kalau bahasa Indonesia-nya apa kira-kira? Festival, apakah festival menyambut sapi atau bagaimana? Yes. Jadi orang bisa melihat sebuah kayak perayaan gitu ya, Frau, di sana. Ketika di musim panas, sapi-sapi kembali dari pegunungan di pegunungan Alpen. Itu sih, Frau. Gitu ya. Iya, Oke, jadi okay, mereka kembali ke pedesaan lagi gitu. Mereka datangnya dari sapi. Dari sapi, dari pegunungan. si sapinya datang dari pegunungan ya. Terus Iya.
Terus mereka memberi salam ke sapinya gitu ketika sapinya balik gitu. Ini lucu ya, festivalnya lucu. Terus sapinya itu pakai pakai bunga-bunga di lehernya sama lonceng Glocken and Glocken. Ya, Glocken. Ya. Jadi sapinya cantik ya, bukan sapi yang biasa gitu. Iya, Tapi kalau mereka didandani. Mereka didandani gitu ya. Unik ya festivalnya. Oke. Iya. Terus selain itu juga ada hiburan musik gitu ya. Di gambarnya ini ada hiburan musik, lalu ada makanan khasnya itu. Kayaknya hampir setiap festival dimanapun itu ada makanan khas dari festival tersebut kayak gitu. Oke, good. Jetzt machen wir weiter. Übung 10b, danke Irma. Ergänzen Sie den Text. Ergänzen Sie den Text. Der Almabtrip. Der Almabtrip. Almabtrip. Okay, der Almabtrip. Okay, bitte Nummer 1. Wer möchte beantworten? Irma, bitte. Irma, boleh. In den Alpenregionen im Süden Deutschland, in Österreich und in der Schweiz findet immer im September der Almabtrip statt. Okay, die Antwort ist im September, ja? Okay, gut. Mach weiter, Robin. In der Schweiz sagt man aus Alpabzug. Im Sommer sind die Kühe in den Bergen. Okay, gut, danke Robin. Okay, pilih Alex, bisa dibaca mulai im Herbst sampai nanti yang nomor tiga itu. Im Herbst kommen sie wieder in die Dörfer. Im Winter bei Bei Schnee, Schnee. Ja, bei Schnee, Schnee. Kunden. Schnee, Alex, Schnee. Schnee, Schnee. Nee, nee, bukan nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Ja, gut, Schnee. Ja, Schnee. Okay. Schnee. Können sich nie in der Bergen bleiben. Wenn alle Tiere gesund sind, tragen sie Glocken und sind geschmückt. 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 Ja, geschmückt. Geschmückt. Es gibt etwas und viele Menschen. Besuhan Ya, benar. Lanjut. ya, ya besuhan di Verstaltung. Oke. Veranstaltung. Veranstaltung. Okay, richtig. Gut. Okay, jetzt machen wir weiter. Nummer 4, bitte, Frau Siegian. Entschuldigung, wie Seite, Kursbuch. Okay, aus dem Übungsbuch, Seite 53. 53? 50. Nummer? Nummer 4. Nomor Hubung sen B. Oh, oke. Okay. Hubung sen B. Oke, okay, haben nomor Sie schon... Ya, nomor 4. Oh, Nomor nomor... 4. Nomor 4. Der Almatrip is au bekan pur regionale musik un essen aus der region. Oke, okay, good. Danke, Frau Sechen. Oke, okay, di last nomor, Robin? Ein Besuch beim Almabtrip macht, apa nih? Macht sicher Spaß. Okay, gut, super. Alles klar? Klar, Frau. Jadi, di bagian yang B ini kita diberitahu lebih lanjut ya, terkait si festival di Alm ini, atau namanya Almabtrip. Almabtrip. Okay, good. So, jetzt machen wir weiter. Ini tema terakhir, subtema terakhir. Untuk di Capital Fear, jadi besok
Otomatis kita akan mulai capital testnya ya, untuk capital test vier. Okay. So jetzt bitte öffnet Seite 51 aus dem Kursbuch. Nah, kita pindah lagi ke Kursbuch. Kita pindah lagi. Zeit. Seite 51. Here, fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich wohl. Okay, hat jemand Idee, was bedeutet das? Saya merasa nyaman di sini. Saya merasa nyaman, saya merasa puas, saya merasa bahagia, kayak gitu. Oke. Hubung LFA, Paula und Chandan schreiben Blogs über ihr Leben im Ausland. Arbeiten Sie zu viert? Nah, ini pas banget ini teman-teman berempat ya. Karena ya Saifullah belum bisa membuka buku. Lesen Sie jeweils zu zweit einen Text und notieren Sie, wo ist die Person, was macht sie dort, was gefällt ihr oder was gefällt ihr nicht. Okay, da gibt es zwei kurze Texte. Und ich möchte alle für euch in meine Robin, Alex, Irma und Moment mal. Frau Segian auch. Jadi setiap orang nanti silakan membaca teksnya, tapi nanti dibagi dua gitu ya gantian. Oke, untuk teks Paula, wer möchte diese Text vorlesen? Irma. Oke, Irma und Robin ya. Irma und Robin. So, da gibt es ungefähr 15 Zeilen. Jadi di situ mungkin ada sekitar 15 baris ya. Jadi mungkin kalau dibagi dua, jadi mungkin satu, yang mungkin nanti Irma sampai kalimat Nur ich. Ya Irma. Sampai Nur ich, lalu mulai am Anfang war ich sauer, itu Robin yang baca kali ini. Oke, silakan. Sembari dibaca, sembari coba ditemukan informasi terkait wo ist die Person, was macht sie dort, was gefällt ihr oder was gefällt ihr nicht. Oke, okay, gut. Bitte, Irma. Paula, 29 Jahre. Ich wollte schon lange in Ausland und jetzt bin ich seit 2 Monaten in Argentinien. Es ist echt aufregend. Ich arbeite in einer Sprachschule und unterrichte Deutsch. Die Arbeit macht viel Spaß. Im Kurs ist es oft lustig und wir sprechen viel. Manchmal vermisse ich meine Familie in Deutschland, besonders wenn jemand Geburtstag hat und ich nicht dabei sein kann. Aber ich habe auch hier schnell Freunde gefunden. Wenn ich sie treffe, ist meistens niemand pünktlich, nur ich. Am Anfang war ich sauer, aber jetzt ist es schon normal für mich. Jetzt komme ich auch einfach später. Meine Freunde treffen sich meistens ziemlich spät, um 22 Uhr oder noch später. Sie erzählen viel und fragen auch nach Deutschland und Europa. Und ich freue mich, dass mein Spanisch viel besser geworden ist. Das ist super. Auch an die andere Warung habe ich mich in Schweden gewohnt. Musik ist hier sehr wichtig, aber zum Glück nicht nur Tango Musik. Ich habe gedacht, alle hören immer Tango und können super Tango tanzen, aber das stimmt nicht. Alle gehen gern in Clubs und tanzen auch ganz normal. Da kann ich zum Glück auch mitmachen. Oke, okay, gut. Danke Robin und Irma. Oke, okay,
Irma bitte sprich nach meistens. Meistens. Okay, meistens, ja. Okay, itu saja untuk Irma. Danke, Irma. Okay, jetzt für Robin, ja. Okay, Robin, bitte sprich nach. Oder sprich nach. Nach. Okay, Problem. belum, belum. Später. 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 Nah, später. Terus, speed. Ziemlich speed. Spät. Okay. Erzählen. 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 Okay, jadi Z di dalam bahasa Jerman kan alfabetnya membacanya Z. Nah, berarti kalau dalam kata bukan erzählen, tapi erzählen. 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 Genau, erzählen. Und Europa. 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 Und freue mich. Okay, andere Währung. Währung. Andere Währung. Währung. Okay, apa lagi itu dia? Okay, mungkin sisanya sudah bagus. Jadi PR-nya Robin kalau ketemu sama A umlaut itu jangan lupa dibaca ya. Jadinya bacanya menjadi seperti E gitu. Spader, Ya. bukan spader. Gitu ya. Oke. Gitu. Sisanya udah bagus. Oke, okay, good, thank you, Robin. Okay. Kita jawab dulu ya pertanyaannya. Jadi agar tidak terlupa. Okay, untuk Irma dan Robin mungkin. Wo ist die Person? In Argentinien. Argentina. Okay, in Argentina. Was macht sie? Was macht sie dort? Die Arbeit. Okay, sie arbeitet als? Als Studenten, ja. Ayo. Ich arbeite in einer Sprachschule und unterrichte Ya. Deutsch. Kalau dia bekerja di kursus kursus bahasa, sekolah bahasa, terus mengajar bahasa Jerman, berarti kita bisa menyebut profesinya apa? Oh, Lehrerin. Lehrerin. Deutschlehrerin, ya, richtig. Danke für die Erklärung. Good. So, sie arbeitet als Deutschlehrerin in Argentinien. Okay, good. Was gefällt ihr? Was gefällt sie? Di Arbeit. Okay, di Arbeit. Mag sie viel Spaß? Nicht gefällt. Manchmal vermisst sie deine Familie in Deutschland. Okay, deine Familie? Hati-hati. Apakah deine Familie? Ayo, pakai apa? Oh ya, ihr, ihr nih Okay. Frau, Ihre ihr Familie. Familie, Ja, ihr okay, ihre Familie Familie. in Deutschland. Okay, good. Ya, okay. Genug, Irma. Okay. Okay, sudah cukup. Good. Danke. Okay. Jadi sudah disebutkan oleh Irma ya, yang disukai itu pekerjaannya. Yang tidak disukai itu adalah jauh dari Jerman, jadi dia rindu keluarganya di Jerman. Terutama ketika ada yang ulang tahun, nah itu dia tidak bisa ikut perayaan ulang tahunnya kayak gitu. Oke, okay, good, danke. Oke, okay, für den zweiten Text, wer möchte vorlesen? Oke, okay, vielleicht Alex und Frau Siegian. Ya, Frau. Okay. Alex mengalah dulu ya, Ibu dulu baru nanti Alex ya. Ya. Okay, good. Okay, jadi di situ ada 10 ya, 10 baris. Jadi mungkin dibagi dua. Jadi enak ini seperti pembagiannya. Frau Siegian, bitte lesen Sie von Standard bis bis 12 nach 9 Uhr pada 12 nach 9 up sampai jam 9 lebih 12 itu sampai emoji itu nanti das Leben itu mulai Alex yang baca. Ya, Oke. Frau. Kita fangen Ya, Sian. Frau. Oke. Standan von uns 20 Jahre. Ich komme aus Indien und bin seit dem Frühjahr in Kiel.
Am Anfang war ich überrascht, dass manche Sachen so einfach sind, zum Beispiel die Anmeldung an der Uni oder in Wohnheim. Die Mitarbeiter waren freundlich und hilfsbereit und nirgends musste ich lange warten. Man sagt, dass die Deutschen so genau und ordentlich sind. Das stimmt sicher nicht immer, aber im Verkehr ist es richtig. Wenn der Bus um 9:12 Uhr abfahren soll, dann fährt meistens auch um 9:12 Uhr ab. Das Leben hier gefällt mir eigentlich sehr gut. Am Anfang habe ich mich etwas fremd gefühlt und habe meine Freunde vermisst. Aber jetzt fühle ich mich wohl. Die Studenten sind nett und ich habe neue Freunde gefunden. Sie haben mir schon viel gezeigt und finden es nicht schlimm, wenn ich etwas nicht verstehe. Wenn meine Freunde Partys machen, bringt jeder etwas zu essen mit. So ist eine Party billiger. Denn als Studenten haben wir natürlich nicht viel Geld. Aber wenn ich Freunde einlade, dann möchte ich ihnen etwas anbieten, weil sie meine Gäste sind. Oke, okay, good. Danke, Frasian dan Alex. Oke, silahkan langsung dijawab saja. Wo ist die Person? Ya, die Person in Wohnheim. Nee, ich meine in welcher Stadt oder in welchem Land? Deutsch. India. Nee. Deutsch. Deutschland. Deutschland. Deutsch bahasa Jerman. Oh okay. Ya, Deutschland. Okay. Ist jetzt in Kiel in Deutschland. Und was macht dort? Die Mitarbeiter waren freundlich und hilfsbereit und nirgend musste ich lange warten. Und dann, dass die Deutschen so genau und ordentlich sind. Was macht dort? Entschuldigung, Ibu. Was macht Arbeitet oder studiert da? Ist studiert. Ya. Yeah. Oke, kalau dia kalau dia belajar di sana berarti istilahnya apa? Er ist ein stu 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 Studenten. studier Studenten. Student. 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 Ist ein Student. Ya. Yeah. Dia seorang mahasiswa. Okay, student, ya. Yeah. Oke, okay, good. Und was noch? Was gefällt Das Leben hier gefällt mir eigentlich sehr gut. Ya, apa yang disukai? Kehidupan di sana ya. Kehidupannya disukai sama dia. Yang tidak disukai? Perkea is as risti. Wibita, Ibu? Willen Sie bitte wiederholen? Und habe Freunde vermisst. Wo ist das? Und Pflanze. Ah ja, okay. Und was noch?
There is feel Finden as ni slim when I at was ni verstehe Yang und disukai, what yang disukai berarti yang tidak disukai ibu. oh ni feel girl ni feel girl apa yang tiba-tiba tidak banyak uang? Ya, haben ya haben natürlich nicht viel Geld. Oh, sebagai mahasiswa dia tidak punya banyak uang begitu ya, Bu? Ya. Oke, begitu. Atau mungkin dalam bahasa lainnya mungkin juga karena di sana mereka sering party gitu ya dan harus membawa sesuatu. Nah, karena nggak punya banyak uang, jadi kurang suka di situ juga gitu. Kalau diundang party terus harus bawa sesuatu gitu. Satu ya. Kan biasanya kan kalau kita mungkin di Asia gitu ya, kalau kita diundang party ya kita tinggal makan aja gitu. Iya, Jadi mungkin kalau tinggal di datang. sana, Iya, betul. kalau tidak salah istilahnya potluck, bawa bekal gitu istilahnya. Gitu. Okay, good. Nah, itu tadi yang dari Dan Ubungsu. Nah, sekarang di Ubungsu. Okay, di Ubungsu juga ada latihannya terkait hier fühle ich mich wohl. Okay, bitte öffne Seite 54 aus dem Übungsbuch. Air und Und Fungsi. sie. Okay. Okay. Air fulle ich mich wohl. Okay, so bitte. Möchtet ihr diese Übung direkt beantworten? Ja, kita langsung jawab bareng-bareng aja ja, kan barusan baca teksnya. Okay, Übung 11. Lesen Sie die Blockanträge im Kursbuch Aufgabe 11a noch einmal. Ordnen Sie zu. Nummer 1 zum Beispiel. Paula ist Deutschlehrerin und freut sie, dass sie im Ausland arbeitet. Nummer 2. Irma. Oke, bitte. Paula unterrichtet gern und ist froh, was du hast, wenn im Kurs alles passt haben. Richtig, Nummer 2H. Paula unterrichtet gern und ist froh, wenn im Kurs alles passt haben. Okay, gut. Jetzt Nummer 3, bitte. Ja, Frau. Wenn sie am Abend ausgeht, dann die Antwort A, sind ihre Freunde nicht pünktlich. Gut, richtig. Danke. Nummer 3, wenn sie am Abend ausgeht, dann sind ihre Freunde nicht pünktlich. Okay, gut. Nummer 4. Nummer 4. Nomor 4, Paula is pro, das, the answer is, Anwar das, sendiri. C, Hah? eh, Nih, yang C itu punya ini, siapa teksnya? iya. Ini Coba Das dibaca. Mann in Argentinien Minur Tango Tanz. Tango, tenggo. Iya, tinggal. Okay, Nummer 4 richtig. Die Antwort ist A. Paula ist froh, dass man in Argentinien nicht nur Tango tanzt. Gut, Nummer 5, bitte. Robin. Sandan hat nih gedah. Das die Anmel Anderuni so einfach ist. Okay, richtig, good.
Dann hat nicht gedacht, die Antwort ist C, dass die Anmeldung an der Uni so einfach ist. Okay, gut. Nummer 6, bitte, Irma. Findet es schön, dass Pasti zu einer Party essen und Getränke mitbringt? Nee. B. Genau, richtig. Okay, Entschuldigung, Irma. Danke, Robin. Kembali. Okay, Nummer 6. Er findet es schön, dass die Busse meistens pünktlich fahren. Okay, gut. Nummer 7, bitte. Frau Sieke. Oh. Nummer 7. Meine Freunde ist ein kein Problem. Die Antwort F. When Chandan it was me versus. Okay. Gut, Nummer 7. Für seine Freunde ist es kein Problem. F. Wenn Chandan etwas nie versteht. Gut. Die letzte Nummer, bitte, Alex. Nummer A. Chandan war überrascht, dass man die Antwort ist C. Zu einer Party essen und Getränk mitbringen. Getränke mitbringen. Okay, richtig. Die letzte Nummer, Chandan war überrascht, dass man zu einer Party essen und Getränke mitbringt. Ya, jadi Chandan kaget ketika datang ke pesta kok harus bawa makanan dan minuman kayak gitu. Okay, good. So, jetzt machen wir weiter. Übung 12a. Wie heißt das Gegenteil? Notieren Sie. Apakah lawannya? Nah, di situ ada tips di sampingnya itu. Di kotak yang ada tanda seru warna abu-abu. Das Präfix und drückt das Gegenteil aus. Zum Beispiel höflich und höflich. Okay, Nummer 1. Fröhlich. Traurig. Genau. Fröhlich, traurig. Danke, Irma. Nummer 2, Robin. Bersepatet. Iya. Ini hati-hati, itu A umlaut. Bacanya gimana? Verspätet Richtig. Terus? Kurs. Verspätet? Ayo, verspätet itu artinya apa? Ospet. Terlambat. Terlambat berarti lawannya apa? Pet. Duh. Lawannya. Kok verspätet lawannya speed? Spenen. Pungkling. Pungkling. Ya, richtig. Verspätet itu artinya terlambat. Berarti kan lawannya on time, tepat waktu. Oke. Nomor saya verspätet, jawabannya pünktlich. Oke, nomor 3, Alex. Nomor 3, net unsympathisch. Oke, net unsympathisch. Good. Dan ke nomor 4, Frau Siegian. Langweilig. Oke, langweilig, spannend. Nomor 5, Irma. Ordentlich unordentlich. Oke, okay, ordentlich, unordentlich. Good, nomor 6. Wieder zu Robin. Einfach, teuer. No. Einfach. Schwierig. Einfach, schwierig. Good. Sieben. Okay. Sieben, Alex. Wichtig, unwichtig. Okay, wichtig, unwichtig. Gut. Nummer 8, Frau Segiat. Billig, teuer. Okay, Frau Segiat, bitte sprechen Sie nach. Billig. Billig. Okay, gut. Super, teuer. Billig, das Gegenteil, teuer. Gut, Nummer 9, wieder zu Irma. 9, lang, kurz. Okay, lang, kurz, richtig. 10, Robin. Ruh. Kurs. Kurs sudah barusan, Bin, nomor Nggak tahu, 9. ketinggalan semua. Oke, okay, oke, okay, Robin. Oke, okay, Robin, terakhir sampai nomor berapa? Saya ulang dari awal ya. Saya ulang dari awal sampai nomor 9. Oke, okay, Oke. Okay. nomor 1. Fröhlich.
traurig. Zwei, verspätet, pünktlich. Drei, nett, unsympathisch. Vier, langweilig, spannend. Fünf, ordentlich, unordentlich. Sechs, einfach, schwierig. Sieben, wichtig, unwichtig. Acht, billig, teuer. Neun, lang, kurz. So, Robin, Nummer 10. Spät. Okay, früh, spät, ja. Gut. Richtig. Okay. Letzte Übung, Übung 12b. An einem anderen Ort oder in einem anderen Land. Ergänzen Sie. Okay. Nummer 1, Alex. Nummer 1. Ich habe gedacht, dass hier die Busse immer ja, wo das hier ist. Alex, ich habe gedacht, dass hier die Busse immer pum 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 sind, aber das stimmt nicht. Die immer Ayo, Hills ini tuh bright ceritanya scene. bus, masa bus selalu saling mem apa Oh iya. selalu suka membantu? Oh, oh iya bukan. Unpukli scene. Nah, Ya, richtig. Abe das Team nih. Gut, super. Nummer 1, ich habe gedacht, dass hier die Busse immer unpünktlich sind. Aber das stimmt nicht. Gut. Nummer 2, Frau Siegian, bitte. Nummer 2. Es ist hier sehr wichtig, dass man seine Freunde einlädt. Okay, gut. Nummer 3, Irma. Nummer 3, ich hatte Angst, dass die Menschen unfreundlich sind. Aber das ist nicht so. Alle sind sehr hilfsbereit. Okay, alle sind sehr hilfsbereit. Gut. Okay, Nummer 4, Robin. Ich war sehr überrascht, Überrascht. dass man hier so spät am Abend ist. Okay, gut. Super, alles klar? Klar. Okay, good. Nah, jadi sekarang saya coba siapkan dulu film seperti biasa ya di Netflix AG dari buku Kursbuch halaman Zwei und 50 ya. Oke, saya siapkan dulu filmnya. Kalau mungkin teman-teman nanti bisa ditonton ulang film ini sesuai dengan scene-nya yang saya putar nanti itu film yang langsung satu episode gitu. Jadi tidak sesuai scene yang ada di latihan soal itu. Kalau teman-teman mau tonton lagi boleh, tapi mungkin versi yang di aplikasi itu tidak ada subtitle-nya gitu, only untertitel gitu. Yang saya putarkan nanti ini dengan untertitel. Oke, moment, man.
Ya. Warum hast du eigentlich so schlechte Laune? Ich hatte heute eine Prüfung und die war total schwer. Das sagst du immer, wenn du Prüfungen hast. Und am Ende bekommst du meistens eine gute Note. Und außerdem habe ich gerade total wenig Geld. Wenn du Geld brauchst, dann such dir doch einen anderen Job. Ja, aber was für ein Job? Für Studenten gibt es doch genug Jobs. Verkäufer, Fahrer, Kellner. Ja, es ist nicht so einfach. Mal sehen. Was ist eigentlich mit euch los? Auch schlechte Laune? Ja, ich habe heute mein Handy verloren. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das Handy war in meiner Jackentasche und jetzt ist es weg. So ein Mist. Mann, das ist ja blöd. Ich hatte heute auch einen schlimmen Tag. Warum denn? Ich hatte eine Diskussion mit meiner Chefin. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich einen Termin mit ihr habe. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, was wir verändern können. Aber immer, wenn wir diskutieren, habe ich das Gefühl, sie hört mir gar nicht richtig zu. Das nervt echt. Und mich nervt, dass ihr hier alle nichts macht und euch beschwert und nichts passiert. Hier ist so ein Chaos, ihr räumt nie auf. Los, helft mir mal. Ach, Bea, dein Handy habe ich übrigens auch gefunden. Mein Handy, wo war das denn? Danke. Oh, cool. Ach, eigentlich macht das ja Spaß, wenn wir zusammen aufräumen. Ja, stimmt. Es ist gar nicht schlimm. Dann können wir das ja in Zukunft einmal pro Woche alle zusammen machen. Gute Idee. Oh, Jan hat Geburtstag. Der macht eine Party. Super, da gehen wir hin, oder? Ja, klar. Aber was schenken wir ihm? Ein Buch. Er liest gern, oder? Oder Fußballtickets. Er liebt Fußball. Stimmt. Oder ein cooles T-Shirt? Kommt, wir gehen los und wir kaufen etwas. Okay, gut. Wie war der Film? Bagaimana?
dengan filmnya. Ada yang mau berpendapat? Ya, Frau, their film is share soon. What it, she is forlorn in a handy aber er findet das handy for ihre Freundin. Give Oh ya. back berair ya. Oke, keep water ya, keep to your water. Oke, good, super. Oke, so wir haben schon fast alle Materialien aus dem Kapitel 4 fertig gelernt und gemacht und wir haben auch schon den Film gesehen. Aber morgen, bevor wir unser oder euer Kapiteltest machen, ich möchte mit euch etwas spielen. Moment mal, hier könnt ihr sehen, das ist ein Kahoot. Robin, hast du diese Kahoot an der Schule gemacht oder gespielt? Pernah main dengan aplikasi Kahoot ini di sekolah? Robin? Iya, Frau, tapi pas SMP. Oh, pas SMP. Oke. Ya, jadi besok kita mulai kelas dulu dengan bermain dengan aplikasi Kahoot ini. Nanti mungkin teman-teman bisa pakai bagian yang ini, continue as a guest. Besok saya akan kasih linknya di grup. Jadi kita main dulu lah sebentar sebelum kita tes gitu ya. Nanti tesnya 45 menit, lalu kita lanjut ke materi untuk kapitel Kunstnya. Kayak gitu ya. Oke, good. So, ich glaube schon genug für heute Abend. So, bitte. Was? Eine Frage. Untuk hasil yang tes 1 sampai 3 kemarin dikirim bisa ya, Frau? Oh, bisa. Tenang. Nanti akan saya kirim ya. Nanti memang saya akan kirim di waktu yang tidak teman-teman duga gitu ya memang. Tuh, saya sudah selesai koreksi. Cuma memang belum saya kirim. Karena kan teman-teman mau kapital test nih biar nggak tegang gitu. Nanti kalau dapat nilainya sama jawabannya, Frau, karena oh, buat nine. belajar. Kalau salah gitu, Frau, jadi Ya. jawabnya apa gitu, Frau? Ya, memang begitu. Karena kan teman-teman udah dapet soalnya, jadi jawabannya sebenarnya harusnya sudah tahu gitu. Kalau buka buku, karena jawabannya di buku ada semua gitu. Oke. Gitu ya. Okay. Good. Sepertinya sih, kalau saya tidak salah ingat ya, dulu waktu Frau Segien di kelas B1 itu saya kasih kasih kebetulan, tapi memang tidak semuanya saya betulkan gitu. Jadi misalnya ada misalnya hal-hal yang sederhana gitu saya beri pembetulannya, tapi kalau yang harus tulis kalimat lengkap saya biasanya tidak melakukan itu gitu, karena agar teman-teman belajar juga gitu. Misalnya saya salahkan ini, coba belajar sendiri gitu untuk introspeksi gitu, karena kan semuanya sudah diberikan, tinggal mungkin dirubah kosakatanya saja, tapi intinya kan sudah pernah dibahas kayak gitu. Gitu. Jadi biar teman-teman juga belajar untuk apa ya namanya, tidak, sorry, tidak pasrah dengan hasil saya gitu. Jadi saya coba salahkan dulu, nanti teman-teman coba mencari tahu kira-kira jawaban yang benar apa. Gitu. Oke, good. So, was haben wir heute gelernt oder gemacht? Heute haben wir ein Fest im Süden, ein Fest im Norden. Hier fühle ich mich wohl. Oh, tiap hari begitu, Mbak Bandel. Okay. Good, super. So, bitte gib mir. Oke, okay, karena ini banyak orang ya, saya tawarkan lagi. Mau kan kemarin udah pakai emoji, ya, emoji
reaction. Nah, sekarang mau pakai emoji tangan atau pakai reaction lagi? Oh, pakai Tangan. emoji tangan aja. Oke. Okay. Ya, tangan ini agak selalu sama nih. Oke, okay. Sudah siap? Eins, zwei, drei. Okay, gut. So, danke für heute. Wir treffen uns wieder morgen. Guten Abend, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Danke. 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 Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.